Hi Leute, ich begrüße euch zu Weihrauchsmeerwasser, kurz erklärt. Vergiss das kurz, wir machen es heute etwas länger. Das heutige Thema soll sein das leise Meerwasser-Aquarium. Wie bekomme ich es hin? Woran kann es liegen? Etc. pp. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil hier auf Weihrauchs Meerwasser. Und in den Zeiten von Corona möchte ich euch auch nochmal daran erinnern, bleibt bitte zu Hause, wenn ihr nicht unbedingt rausgehen müsst, wenn ihr nicht unbedingt einkaufen müsst oder arbeiten. Bleibt zu Hause, schützt euch vor anderen, haltet Abstand. Das ist das Einzige, was im Moment gegen diese hilft. Lassen wir das jetzt beiseite und fangen mit dem an, was wir hier tatsächlich machen wollen, was ich euch heute hier erklären will. Ja, da wir ja gerade festgestellt haben, dass ihr alle jetzt vor den Bildschirmen sitzt und viel, viel Zeit habt oder viele von euch Zeit habt, meine Videos euch anzuschauen, schaut sie euch an. Die entsprechenden Playlists sind da. Also, wenn mich nicht alles täuscht, meine komplette Videoreihe, die ich habe, beziehungsweise alle Videos, die momentan online sind, sind um die 200 oder 250 Stück. Habt da ein bisschen was zu tun. Nächster Schnitt, wir fangen jetzt mit dem eigentlichen Thema an. Okay Leute, genug zum aktuellen Stand. Ihr wollt was sehen. Fangen wir mit dem an, was wir hier eigentlich heute kundtun wollen, oder beziehungsweise ich kundtun will. Das leise Meerwasser-Aquarium. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja alle im Prinzip, ich sag mal, die Optik lieben, das Becken lieben, aber wir wollen es nach Möglichkeit nicht hören. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um, ich sag jetzt mal, die entsprechende Lautstärke zu reduzieren. Und wir haben natürlich auch Faktoren, die mitspielen, wo man darauf achten muss, um dementsprechend hinzugehen und das Becken leiser zu bekommen. Kommen wir zum ersten Punkt. Ja Leute, von der Akustik her gibt es viele Störquellen und ich denke mal, wir fangen mal oben an, weil das, was am ehesten uns, ich sag jetzt mal, ins Gehör fällt, ist das Licht. Es gibt viele Lampen, die einen arbeiten passiv, wie zum Beispiel eine ATI Straton, und andere arbeiten aktiv mit der Lüftung bzw. Kühlung, wie zum Beispiel hier meine Hybrid oder auch andere LEDs. Da ist es nun mal so, je teurer die Lampen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie im Endeffekt nicht so laut von der Kühlung her sind. Ich habe hier mein Setup so gewählt bzw. so hingekriegt, dass ich mit der Akustik zufrieden bin. Und ich blende euch mal oben jetzt ein Video ein von René, der mir netterweise ein kurzes Video über seine, in Anführungszeichen, Bierkisten-China-Kracher gemacht hat. Also sprich die günstigen LEDs, die ihr von drüben kriegt. Und ich denke mal, da hört man dann schon, die sind recht laut in der Kühlung. Und das ist im Endeffekt eine Sache, muss jeder selber wissen. Es kommt auch natürlich darauf an, was wir im Endeffekt halten wollen. Was muss ich für eine Lampe für meine entsprechenden Korallen, die ich halten möchte, drüber packen über mein Aquarium, um das zu halten, was ich möchte? Was muss ich dafür in Kauf nehmen? Deshalb sollte man hingehen und im Vorfeld sich grundsätzlich auch natürlich über die Akustik dieser Lampe, die eigentlich nur Licht bringen soll, sich informieren, hat die eine aktive Kühlung, hat die eine passive Kühlung. Wenn die eine aktive Kühlung hat, hat irgendjemand da vielleicht eine Lampe hängen, die ich mir mal anhören kann, um zu schauen.
um zu schauen, passt das für mich, ist das vielleicht in Ordnung oder muss ich mich nach was anderem anschauen, umschauen. Wo wir dann gerade bei der Lampe waren, kommen wir im Endeffekt auch zu der direkt darunter gelegenen Ebene und das sind unsere Aquarienlüfter. Blende ich euch mal kurz meinen ein, den ich noch habe, beziehungsweise ich habe ja im letzten Video Aquarientemperatur entsprechend was darüber gesagt. Das ist eine Lautstärke, die sich, ich sage es mal, relativ schlecht verringern lässt. Da muss man dann halt schauen, dass man die entsprechenden Lüfter findet, die wirklich von der Akustik her relativ leise sind und da gibt es solche und solche. Lässt sich, also ich selber kann eigentlich nur von diesen einfachen Lüftern reden, die ich selber bisher im Einsatz hatte und die sind echt nervig. Ja, ich arbeite ja noch daran, an einen entsprechenden Lüfter dran zu kommen, aber sobald ich ihn habe, stelle ich euch ja auch den gerne mal von der Akustik her vor. Dauert aber leider noch. Fakt ist, das ist auch noch ein großer Faktor, wenn ich dementsprechend hingehe und kühlen muss. Da haben wir dann einerseits die Aquarienlüfter, da haben wir andererseits die Klimageräte, die ich vorgestellt habe. Und beide sind in Anführungszeichen relativ laut, bringen weitaus mehr, ich sag mal, Sound in den Raum rein als das gesamte Aquarium und das muss man natürlich auch dementsprechend bedenken. Okay Leute, kommen wir zum Top 2, zu unseren Strömungspumpen. Und da scheiden sich sowieso die Geister vor dem Herrn. Grundsätzlich ist es so, dass wir so viele verschiedene Strömungspumpen am Markt haben, dass man eigentlich schon fast die Übersicht verliert. Es gibt 220 Volt Pumpen, es gibt Pumpen, die wir regeln können, es gibt günstige Varianten, es gibt teure Varianten. Was ist die richtige Pumpe für mein Becken? Und ja, da haben wir wieder das Thema Strömungspumpe. Theoretisch sollte eigentlich mittlerweile jetzt heute am Tag meine Reef Wave angekommen sein, ist er aber nicht. Es ist eine Pumpe angekommen, aber nicht die, die ich kriegen sollte. Weil ich mache das Projekt zusammen mit dem Marc und es ist eine Pumpe angekommen, aber die zweite noch nicht. Wir warten mal ab. Es wird kommen, ich sag's euch. Aber kommen wir zu den Pumpen generell. Es ist grundsätzlich so, dass wenn ich Pumpen neu kaufe oder gereinigt habe, dass die eine gewisse Grundakustik haben. Das hatte ich euch auch schon in dem Video Pumpen reinigen erzählt. Das verlinke ich euch mal kurz nochmal hier oben. Und es ist grundsätzlich so, dass eine Pumpe erstmal eine gewisse Zeit braucht zum Einlaufen. Das heißt, es muss sich ein Bakterienfilm in dieser Pumpe bilden und dann wird die von der Akustik her leiser. So, jetzt gibt es unterschiedliche Pumpentypen. Ich sage jetzt mal so, die Tunse-Pumpen, die ich hier habe, die 6055. Das ist eigentlich ein recht gebräuchliches Modell. 6055 oder 6095. Das ist eigentlich nur vom Aufsatz her eine andere Pumpe. Die sind relativ, ich sage es mal, relativ leise. Wenn die eine Zeit lang eingelaufen sind oder ich sage es mal vernünftig angebracht, das kommt noch dazu. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass, ich blende euch das mal eben ein, dass die diese Gummipuffer zum Beispiel, die die Pumpen haben, dass die vernünftig eingesetzt sind und nirgendwo da, ich sage jetzt mal, eine Schnecke zwischensitzt zum Beispiel. Oder die Art und Weise, wie die Pumpen generell arbeiten. Haben die einen freilaufenden Anker oder haben die eine durchlaufende Achse, wo unten und oben zum Beispiel ein Lager ist, was nicht richtig eingedrückt ist. Zeige ich euch nachher dann aber auch mal an einer separaten Förderpumpe. Habe ich nämlich gerade nichts anderes, weil das ist auch ein großer Faktor. Liegen vielleicht die Magnete nicht richtig frei, dass die irgendwo von der Akustik her, beziehungsweise dass die vibrieren, irgendwo an die Achse kommen oder unten an ein Lager drankommen. Das ist
ganz, ganz wichtig, dass man hingeht und zum Beispiel die Lageraufnahmen, wenn die Pumpe sowas hat, wieder ganz tief eindrückt in das entsprechende Lager rein und gegebenenfalls, wenn sie dabei sind oder vorgesehen sind, gibt es hier und da auch Teflonscheiben, die noch unten und oben davor kommen, um die Akustik zu reduzieren. Grundsätzlich ist es so, wie gesagt, Pumpen müssen erst eine Zeit lang einlaufen, also sprich rein, neue Pumpe nehmen, reinsetzen, laufen lassen und sagen, die ist aber laut, funktioniert grundsätzlich erstmal nicht. Grundsätzlich ist jede Pumpe, die man, oder die Pumpen, die ich bisher im Einsatz hatte, das waren J-Baus, mehrere Varianten und hier die Tutze-Pumpen, als Strömungspumpen rede ich jetzt von, also nicht Förderpumpen oder ähnliches. Da ist es so, die brauchen tatsächlich eine Zeit lang, um einzulaufen. Ich muss natürlich auch schauen, dass sie rundherum frei zugänglich sind, dass sie frei, ich sag mal, frei schwingen können und somit auch die Möglichkeit gegeben ist, dass die Pumpe die Akustik, die sie aufbaut, beziehungsweise die Schwingung, die sie aufbaut, und das ist ja im Endeffekt das, was sie hören, diese Schwingung, wenn es irgendwo, ich sag's mal, hakt oder gegenstößt, das ist das, was wir hören, dass sie die vernünftig in, ich sag's mal, Gummipuffer oder ähnliches übertragen kann. Und wie gesagt, ich kann jetzt erstmal nur im Moment von diesen Pumpen hier reden. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Vortex oder ähnliches. Kann ich leider nicht so sagen, aber ich denke auch, diese Pumpen haben eine gewisse Einlaufzeit für ihre Lager etc., bis die dann etwas leiser werden. Und im Endeffekt ist es auch eine Sache, eine Kostenfrage. Kaufe ich teuer, kann ich davon ausgehen, dass die Pumpen, ich sage es mal in Anführungszeichen, wahrscheinlich relativ leise sind. So, ich hatte vor diesem Dreier-Set von Tunze hier hatte ich J-Baus, die waren nicht schlecht, hatten aber auch den Nachteil, dass ich sie öfters reinigen musste. Fragt mich nicht warum, die haben irgendwann dann mit der Leistung nachgelassen und waren auch von der Akustik her nicht so die, ich sag jetzt mal, der Bringer. Wenn ich jetzt hier unten, blende ich euch mal eben kurz ein, habe ich ja eine 6045 am Laufen, diese wirklich kleine Strömungspumpe, die einfach nur oben diesen sagen wir mal, den Abweiser drauf hat, das ist auch eine Pumpe, die braucht ihre Zeit, bis die eingelaufen ist. Weil am Anfang, ich glaube vor anderthalb oder zwei Jahren, hatte ich mal eine 6045, die habe ich zu einem Aquarium dabei gekriegt, habe die eingesetzt und habe gesagt, boah, das Ding ist aber scheiße laut. Und das für, in Anführungszeichen, so viel Geld. Ja, wenn man dann aber wirklich mal ein bisschen Geduld und Zeit investiert, um so eine Pumpe einlaufen zu lassen und nicht direkt sagen, boah, das ist aber scheiße, raus, verkaufen, ich will eine andere. Die ist jetzt leise. Das ist jetzt nicht die gleiche Pumpe, die ich damit eingesetzt habe, aber es ist wieder eine 6045. Diese Pumpe läuft da unten einwandfrei nach der entsprechenden Einlaufzeit. Und ich denke, da sollte man ein kleines bisschen Zeit investieren. Und wenn das nicht funktioniert, wenn diese Pumpen zu laut sind, ist es wie gesagt immer eine Sache, wie wir das wahrnehmen. Dann muss man dann schauen, gehe ich vielleicht in Anführungszeichen einen Kostenfaktor weiter nach oben oder akzeptiere ich das so, wie es ist. Kommen wir zum nächsten, ich sage es mal, Bereich der Akustik bzw. Geräusche verursachen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der Geräusche verursacht. Und zwar, wenn man es nicht richtig eingestellt hat oder nicht weiß, wie es geht, ist das unser Ablaufschacht. Wer ihn hat, ich sage jetzt mal, in verschiedenen Größen haben wir natürlich keinen Schacht, dann springt ihr zum nächsten Thema über. Aber hier, unser Ablaufschacht ist ganz eindeutig ein großes Thema, wie ich ihn einstelle, und er ist definitiv auch sehr nervig, weil wir haben im Prinzip die Problematik, dass wir einen Kugelhahn haben
oder ein Membranventil, was man einstellen kann, wie zum Beispiel hier beim Reefer das der Fall ist. Andere gehen hin und haben ein, blende ich euch mal eben kurz ein, ein Schrägsitzventil, was natürlich sehr viel feiner einzustellen ist. Und da kommt es im Endeffekt darauf an, wie ist mein Schacht gebaut? Besteht die Möglichkeit, dass, ich sag's mal, Getier mit in den normalen Ablauf reinkommt und diesen verstopft? Das sind alles Faktoren, die den Wasserstand bzw. dann auch die Akustik in unserem Schacht beeinflussen können. Nun ist es so, dass wir nach Möglichkeit mit unserem Kugelhahn oder mit unserem Ventil, was wir haben, den Wasserstand im Schacht so weit wie möglich nach oben bringen sollten, um ein Plätschern, ich sag mal, über die Kämme nach unten in den Schacht zu verhindern. Das heißt, ich staue zum Beispiel mein Wasser so weit an, dass es minimal, blende ich euch oben jetzt auch mal kurz ein, über den Notablauf überläuft und somit wir ein minimales Gefälle haben in den Schacht hinein. Das ist notwendig, damit wir auch die Kammhaut abgezogen kriegen. Dafür ist der eigentliche Schacht ja auch dementsprechend so groß dimensioniert, unter anderem. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn wir den Wasserstand relativ hoch haben oder sehr hoch haben, dass wir kein Geplätscher haben. So, jetzt muss das Ganze natürlich immer wieder neu eingestellt werden. Und dann ist es natürlich auch eine Sache der Rückförderpumpe. Habe ich jetzt eine, in Anführungszeichen, hochwertige Rückförderpumpe, die stetig die gleiche Leistung bringt, dann habe ich auch kein Problem damit, den Schacht einmal einzustellen. Das ist dann eine Sache von, ich sage mal, eine halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem, wie sich der Wasserstand verhält, und dann ist gut. Habe ich jetzt allerdings in Anführungszeichen, ich sag mal, Entschuldigung, eine etwas günstigere Pumpe, die nach und nach mit der Leistung nachlässt, sackt natürlich dann auch in meinem Schacht der Wasserstand ab. Ich habe Geplätscher drin. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit oder beziehungsweise das Wasser geht nicht mehr sanft rüber, sondern plätschert unten in den Schacht rein und somit habe ich eine bescheidene Akustik, sage ich jetzt mal. Blende ich euch jetzt auch nochmal als Video ein mit der Akustik, wie sich das dann anhört und wie wir es eigentlich gar nicht haben wollen. Also ganz wichtig ist, dass wir im Prinzip hingehen und die erste Komponente ist unsere Rückförderpumpe, die natürlich konstant laufen muss und konstant immer die gleiche Leistung bringen sollte. Und zum Zweiten ist der Kugelhahn oder das Ventil oder der Schrägsitzventil der Faktor, an dem wir einstellen, wo ist unser Wasserstand im Schacht, damit wir die Akustik runterkriegen und somit nur einen kleinen Teil über den Notüberlauf rausbringen. So, wie gesagt, so mache ich das und so zeige ich euch das hier oben auch nochmal kurz. Und ihr hört selber, da plätschert im Moment gar nichts. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und den Hahn hier unten jetzt mal aufdrehe, den ich hier unten habe, dann hört ihr direkt, ja, wie ihr hört, hört ihr nichts. Jetzt geht's. Da läuft das Wasser direkt runter. Ihr hört es plätschern. Das Wasser selber fließt runter in den Schacht. Der Wasserstand selber ist... Nein, ich möchte jetzt nicht. Danke, Siri. Also ihr hört die Akustik, die gerade durch den Schacht verursacht wird. Und das ist genau das, was wir im Endeffekt nicht wollen. Da müssen wir hingehen und das Wasser wieder anstauen im Schacht. Ich muss etwas weiter zudrehen. Jetzt wird es etwas besser. Und es ist wichtig, dass über diesen Notüberlauf nur ganz, ganz wenig Wasser drüber läuft, weil dieser Notüberlauf ist ja auch komplett durchgehend, ohne irgendeine Anstauung. Der soll ja auch durchgehend sein. Und da ist es wichtig, dass nur ganz wenig Wasser drüber geht, weil wenn dort zu viel Wasser drüber läuft, dann hört man das auch wieder. Und wir kriegen die Akustik im Endeffekt nicht so leise, wie es im Endeffekt sein soll. Kommen wir zum nächsten Punkt.
So, dann gehen wir dann mal eine Etage tiefer und kommen ins Technikbecken. Und wie der Name schon verrät, da hängt einiges drin, was natürlich auch Geräusche verursachen kann. Das ist die Rückförderpumpe, das sind gegebenenfalls Pumpen für Wirbelbettfilter, für eine UV-Anlage und in erster Linie für unseren Abschäumer. So, wir haben jetzt hier eine gewisse Grundakustik drin in diesem Becken, an die ich mich jetzt gewöhnt habe. So, jetzt habe ich da unten den RSK 300 laufen. Das ist ein Abschäumer, der eine 220 Volt Pumpe hat und somit auf 50 Hertz läuft. 50 Hertz heißt, 50 Mal innerhalb einer Minute geht diese Pumpe an und wieder aus. Und dieses Brummen hört der eine und der andere hört es nicht. Jetzt gehe ich mal hin und schalte den Abschäumer einfach mal aus. Und dann hört ihr schon mal, oder hört es nicht, wie viel Akustik dieses Gerät hier zum Gesamten schon mal beiträgt. Und das ist in meinen Augen schon relativ viel. Und wie gesagt, ich habe mich hier in der Gesamtakustik an dieses Gerät gewöhnt und habe ihn relativ weit runter geregelt bekommen mit der, ich sag mal, Geräuschentwicklung. Aber wenn ich jetzt wieder anschalte, hört man das. Es gibt da natürlich Abschäume, die weitaus leiser sind. Ich denke da an einen Deltec 1000i oder 400i, 600i. Die sind definitiv leiser. So, wenn der jetzt aber einmal angelaufen ist, hier der gute RSK 300, dann gibt das Ganze hier jetzt eine Akustik, wo man sich dran gewöhnen kann. Wie gesagt, es ist eine Pumpe, die auf normal 220 Volt läuft, somit 50 Hertz. Und diese 50 Hertz, dieses 50 Hertz Brummen, das hört man im Endeffekt, weil es halt eine geregelte, weil es eine Wechselstrompumpe ist. Die geht 50 Mal in der Sekunde an und wieder aus. Und dieses An und wieder aus hört man. Das ist bei Pumpen, die auf DC-Basis laufen, anders. Da die einen Gleichstrom kriegen und somit definitiv leiser sind. Bei denen haben wir andere Probleme. Da kommen wir dann gleich zu. Aber diese Abschäumerproblematik ist grundsätzlich so, wenn ich entsprechende Pumpen habe, muss ich schauen, dass ich sie auch wieder, ich sag's mal, vom Boden entkoppel nach Möglichkeit oder wenn der Hersteller es noch nicht gemacht hat, entsprechende Füße drunter setze, so dass sie nicht direkt auf dem nackten Glas aufsitzt. Das gibt natürlich auch eine Akustik, die man hört. Und das Entkoppeln der Geräte vom Glas, also sprich vom Akustiküberträger, vom Glasbecken, vom gesamten Schrank her, das ist im Prinzip das Wichtige, was wir machen müssen. Kommen wir zum nächsten Punkt, wie ich das am besten hinbekomme. Nun ist es so, dass unser gesamtes Aquarium in irgendeiner Form den Schall weiterleitet. Bei Rezie ist es jetzt so, das Aquarium hier steht auf zig kleinen Füßen, die, ich sag mal, Gumminoppen bzw. aus Plastik bestehen und die unter anderem dazu beitragen sollen, dieses Becken akustisch vom Raum zu entkoppeln. Dazu ist es natürlich wichtig, dass das Becken an sich und der Schrank nirgendwo an der Wand anliegt oder ansteht, um somit auch nicht weiter Vibrationen über den entsprechenden Anlagepunkt an der Wand oder wo auch immer zu übertragen. Das ist schon mal der Punkt 1. Jetzt waren wir aber gerade beim Technikbecken und jetzt habe ich hier bei meinem Reefer, es kann natürlich sein, dass es durch die Nicht-Entkopplung des Bodens ist, habe ich das Problem gehabt, dass mein Technikbecken an sich unheimlich viel Vibration und Akustik auf den Schrank übertragen hat. Und ich bin hingegangen und habe einfache Luftpolsterfolie, so jetzt habe ich es, zwischen Schrank und Becken gelegt, also unten drunter, um das Ganze zu entkoppeln.
Des Weiteren bin ich hingegangen und habe darauf geachtet, dass überall, blende ich euch auch nochmal ein, Luft war zum Schrank. Also sprich, nicht Press hinten an die Wand dran stellen, so dass dass das Technikbecken an dem Schrank dran steht, sondern Luft lassen. Und eigentlich nur ein freistehendes Becken ist, was nur auf dieser Luftpolsterfolie ist, die dann im Endeffekt auch noch den Schall absorbiert und dieses Technikbecken mit der entsprechenden Vibration entkoppelt. So, jetzt haben wir natürlich im Technikbecken unter anderem neben dem Abschirmer natürlich gegebenenfalls noch weitere Pumpen im Einsatz. Ich habe es so im Endeffekt gemacht, blende ich euch auch jetzt mal ein, dass ich meine Pumpen, die ich da unten noch im Einsatz habe, einerseits für den Wirbelbettfilter und zum anderen für die UV-Anlage, genau, richtig, und die Rückförderpumpe, dass ich die in Anführungszeichen frei hängend im Becken positioniert habe. Also ich bin nicht hingegangen und habe mir die Pumpe genommen und habe sie batsch unten aufs Glas draufgesetzt. Somit kann diese Pumpe auch nicht die entsprechende Vibration auf das Glas übertragen, sondern ich bin hingegangen und habe Silikonschläuche, blende ich euch jetzt auch mal ein, so gewählt von der Länge her, dass die Pumpe frei im Becken hängt oder generell frei hängt. Somit kann diese Pumpe nirgendwo anecken und kann nirgendwo entsprechende Vibrationen auf das Glas oder auf irgendwelche Einrichtungen im Becken übertragen. Und ich habe in Anführungszeichen eine günstige Pumpe leise bekommen. Das wäre das nächste. Zumindest bei den Rückförderpumpen oder bei den Förderpumpen. Ich habe unter anderem ja hier die Maxbet Turbine Duo, die ich einsetze, die sowieso schon sehr leise ist. Aber jede Pumpe, egal ob das jetzt eine gute Maxbet ist, ob das jetzt eine Red Dragon ist, etc. pp. Wenn ich die irgendwo auf dem Boden draufsetze und die kommt an eine Scheibe dran, dann überträgt die Vibration. Und diese Vibration, diese Akustik hören wir. Und das muss ich nach Möglichkeit versuchen zu entkoppeln. Habe ich dementsprechend bei der Rückförderpumpe auch so gemacht. Ich habe die Verbindung zwischen dem starren Rohr, was von oben runterkommt, also sprich dem Rückförderrohr und der eigentlichen Pumpe, da sitzt schon mal ein Silikonschlauch zwischen. Das ist schon mal die erste Entkopplung. Und blende ich euch unter anderem auch gleich nochmal ein, ist von Redzi ein kleines bisschen, ich sag's mal, in meinen Augen etwas dumm gemacht, etwas doof gemacht. Die Rückförderung läuft direkt senkrecht hinten am Becken runter, am Technikbecken. Und somit müsste die Pumpe auch direkt am Glas stehen, um dementsprechend das Wasser nach oben pumpen zu können. In meinen Augen wäre es besser gewesen, diese Rückförderung ein kleines Stückchen ins Technikbecken reinzuführen, so dass die Pumpe mittig frei steht hinter dem Osmosebecken. Um somit die Vibration oder die Möglichkeit, dass eine Vibration an dem eigentlichen Becken entsteht, an dem Technikbecken entsteht, zu minimieren. Ich habe es im Endeffekt so gelöst, auch bei meiner leisen Turbine Duo, die ich habe, muss ich es auch machen, habe ich zwischen dem eigentlichen Glasbecken und der Pumpe habe ich einen Filterschaum dazwischen gelegt, so dass sie nicht direkt an der Scheibe anliegt, sondern dass der Filterschwamm im Prinzip die Vibration der Pumpe, die eigentlich fast nicht da ist bei dieser Pumpe, auffängt und somit die Pumpe selber nicht hörbar ist. Ja Leute, ich habe mal wieder viel zu lange gequatscht und ja, es ist nun mal wirklich auch ein großes Thema. Aha, ja, wieder der gleiche Spruch. Es gibt verdammt viele Faktoren, die im Endeffekt dafür sorgen können, dass unser Aquarium von der Akustik her nicht den Vorstellungen entspricht, die wir haben. Und der ein oder andere muss sich mit, ich sage es mal, einem gewissen Geräuschpegel arrangieren. Das sollte man grundsätzlich im Vorfeld, bevor man mit diesem Hobby anfängt, sowieso schon auf dem Schirm haben, weil ein Meerwasseraquarium hat so viel Technik und so viel Material, was eingesetzt wird,
um alles vernünftig laufen zu lassen. Da entstehen natürlich weitaus mehr Geräusche, als wenn ich jetzt, ich sage mal, den Vergleich zum Süßwasseraquarium ziehe. Da habe ich vielleicht einen Topfilter, der unten drin steht. Wenn der bescheiden läuft, dann habe ich wahrscheinlich irgendwas mit den Achsen falsch gemacht. Aber es ist kein Vergleich im Endeffekt zu einem Meerwasseraquarium, weil da habe ich so viel Material im Einsatz, das produziert nun mal auch Sound und Akustik. Da kommen wir dann im Endeffekt dazu, wie setze ich diese Technik ein? Kaufe ich günstig? Kann es sein, dass ich eine bescheidene Akustik habe? Kaufe ich teuer? Kann es genauso gut sein? Da steckt man nie drin. Es liegt immer an der entsprechenden Installation. Wie ich ein Gerät installiere, ist, ich sage mal, das Ganze vibrationsfrei aufgehangen und getan und gemacht, werden in irgendeiner Form Vibrationen irgendwohin übertragen und genau das ist das, was wir hören. Im Endeffekt muss ich hingehen und schauen, habe ich es richtig installiert? Kann ich es in irgendeiner Form akustisch entkoppeln, wie zum Beispiel das Technikbecken oder Pumpen freihängen etc., was ich eben auch alles erzählt habe. Es ist relativ kompliziert, aber es kann, wenn man das richtig gemacht hat, und ich behaupte jetzt mal ganz stramm und fest, ich habe hier an meinem Becken, habe ich es richtig gemacht, weil ich eine relativ gute Akustik habe für ein Wohnzimmer. So wie das Becken jetzt hier steht, würde ich mir zum Beispiel niemals ins Schlafzimmer stellen, weil dieses Becken auch wieder eine Grundakustik hat, die ich garantiert nicht in meinem Schlafzimmer haben möchte. Da muss ich definitiv dann hingehen und andere Technik einsetzen. Da komme ich nicht drum rum. Ich kann also nicht einen Abschäumer nehmen, ich sage jetzt mal, wir reden jetzt mal im Grundsatz von dem Abschäumer. Ich kann jetzt nicht hingehen und einen 150 Euro Abschäumer nehmen für so ein großes Becken und hoffen, dass ich das Ding nicht höre. Das kann man pauschal gesagt vergessen. Kann gut gehen, muss aber nicht. Also grundsätzlich, eingesetzte Technik ist das A und O bei der Akustik. Unter anderem und natürlich die Art und Weise, wie ich die Technik einsetze. Kann ich sie in irgendeiner Form akustisch vom Gesamtsystem entkoppeln, lasse ich sie frei hängen, wie zum Beispiel meine Förderpumpen unten, oder gehe ich hin und kann die durch irgendwelche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Schwämme oder Ähnlichem, von einer Akustikübertragung trennen. All solche Mittel muss man ausprobieren. Man muss aber auch bedenken, dass wenn ich da unten zum Beispiel bei meiner Rückförderpumpe den Schwamm einsetze, nur um die von der Scheibe fernzuhalten, dann muss ich auch regelmäßig daran denken, diesen Schwamm zu reinigen. Ja, das ist schon wieder ein Thema für Nitrat, Phosphat. Wenn ich irgendwie Probleme im System habe mit zu hohen Werten, dann kann sowas zum Beispiel natürlich auch ausschlaggebend sein. Da fällt mir zum Beispiel kein anderes Mittel ein. Wenn ihr da zum Beispiel andere Erfahrungen gemacht habt oder andere Möglichkeiten gefunden habt, um Akustik oder Pumpen akustisch zu entkoppeln, dann schreibt mir das gerne bitte unten in die Kommentare rein. Und ich denke mal, jetzt reicht es auch tatsächlich. Und ich würde mal ganz generell und pauschal sagen, zur allgemeinen Situation, A, ihr bleibt bitte gesund. Das, was ich am Anfang gesagt habe, meine ich ernst. Bitte, bitte haltet Abstand zueinander, schützt euch. Und wir sehen uns zum nächsten Mal, was Meerwasser kurz erklärt. Nächste Woche. Heute war es leider ein wenig verspätet, weil ich gedacht habe, ich könnte eine neue Pumpe vorstellen, aber dem war nicht so. Also einen Tag verspätet. Und jetzt reicht es tatsächlich. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet und das, was ich hier mache, gut findet, abonniert ihn bitte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Walter.